So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen wöchentlichen Ritual scheinbar. Wir machen ein Channel-Update. Was geht ab, liebe Leute? Seit einer Woche spiele ich The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Es ist, glaube ich, das beste Spiel, was ich je gespielt habe. Ich liebe alle Videos davon, die bisher online gekommen sind. Ich hatte ja angekündigt, dass Panossa sich darum kümmern wird. Gestern kam zwar schon Folge 6 geschnitten von Panossa, worauf ihr auch insane gut Feedback gegeben habt und alles. Also vielen Dank erstmal an der Stelle. Aber durch Umstände und dass ich jetzt eigentlich selber schon echt viel gespielt habe die Woche, habe ich entschieden, dass ich doch alles selber mache, damit ich alles exakt nach meinen Vorstellungen machen kann und ihr euch auch nicht an eine neue Schnittmethode in der Mitte von dem Projekt gewöhnen müsst. Ist alles ein bisschen schlecht gelaufen, war alles ein bisschen falsch organisiert auf jeden Fall. Ihr kennt ja den Avatar, den hier gibt es ja auch noch für Legend of Zelda von Laubfuchs. Der ist richtig cool, oder? Der ist so geil, der Avatar. Ich liebe den richtig. Und ja, das heißt, ich lade jetzt gleich nochmal eine Folge 6 hoch nach diesem Video. Und die ist viel länger. Die beinhaltet nochmal den Anfang, was ihr bei Part 6 gesehen habt, aber noch mehr. Das ist so gesehen Folge 6 und 7 in einer, aber ich nenne es Folge 6 und schneide dann Folge 7 das Material danach weiter. Ich werde die Stelle in dem Video markieren, wenn ihr gestern schon die Folge geguckt habt. Und ihr könnt das Projekt einfach normal weiter gucken, aber ich schneide ab jetzt alles und die Idee mit Panossa ist vom Tisch. Aber vielen, vielen Dank an Panossa. Er hat das richtig gut gemacht. Er hat auch direkt die Kommentare gestern mitgelesen und sich auch angepasst und alles. Aber ich habe ihn halt jetzt einfach geschrieben, so, yo, ich krieg das selber hin irgendwie. Ich mache einfach alles. Und Panossa will auch selber das Spiel genießen und dann nicht sich alles in meinem Let's Play schon spoilern und so. Also es lief alles irgendwie, also es war alles ein bisschen chaotisch und ich mache jetzt einfach selber. Ich schneide alles. Es wird auch manchmal Stellen im Projekt geben, wo ich mal größere Sprünge drin sind vom Gameplay. Weil dieses Spiel ist halt 200 Stunden lang und ich werde dann nicht alles auf dem Hauptkanal bringen. Aber es gibt die Stream-Aufzeichnungen. Die fangen dann auch bald an, auf dem Archivkanal zu erscheinen. Und dann könnt ihr da clean, uncut alles gucken, was ich gespielt habe. Also wenn ihr dann doch lieber eine mehr Uncut-Erfahrung von allem haben wollt, kriegt ihr auch. Aber ich achte auch darauf im Hauptkanal, dass die coolsten und lustigsten Sachen alle mit drin sind. Ansonsten kann ich natürlich auch noch gucken, andere Sachen, die noch anstehen und fertig gemacht werden müssen, fertig zu machen, sobald ich nicht mehr den gesamten Tag Zelda spiele. Dieses Spiel ist so unglaublich gut. Ich liebe jede Sekunde. Es ist besser als Elden Ring. Punkt. Auf jeden Fall. Es ist so viel mehr Spaß. Ich war nie glücklicher. Ich empfehle das Spiel. Mal nebenbei erwähnt. Ich hoffe, ihr habt auch alle super viel Spaß mit dem Spiel. Und jetzt wundert euch also nicht, wenn bald Folge 6 nochmal erscheint. Wir sehen uns in Zukunft wieder. Schreibt gerne Kommentare. Lese ich immer gerne. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Euer Zimmermann.